Wieder ein Amoklauf in einem US-College. Der Vizekanzler sieht Deutschland schon langsam am Limit bei den Flüchtlingen. Und es gab einen Hackerangriff bei der US-Tochter von T-Mobile. Das alles jetzt bei Update Politik. Willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag, der erste Freitag im Oktober 2015. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Ausgabe an diesem 2. Oktober. Wir beginnen mit einer traurigen Meldung aus den USA. Schon wieder gab es einen Amoklauf, diesmal wieder an einer Highschool im US-Staat Oregon. Dort sind mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, 7 weitere wurden verletzt. Unklar ist, warum der junge Mann, der 26-Jährige, so heißt es nach ersten Informationen, das getan hat. Zufolge kam es nach dem Blutbad zu einem Feuergefecht. Der Junge ist dann von der Polizei erschossen worden. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, muss man natürlich sagen, dass es wieder einen Amoklauf gab. Sehr häufig sind es natürlich die Jugendlichen, natürlich auch andere Menschen, die zur Waffe greifen, sei es natürlich wegen der Religion oder sonstiges. Hier in diesem Falle, so heißt es laut Augenzeugen, ist es wegen der Religion gewesen, weil er noch gefragt habe, welche Religion er hat oder ob er Christ ist oder nicht. Natürlich gab es direkt sofort Reaktionen, unter anderem natürlich auch von US-Präsident Barack Obama, der in seiner Amtszeit natürlich öfters plädiert hatte, die Waffengesetze zu verschärfen als sonst. Natürlich muss man auch sagen, dass er dadurch auch richtig ergrauert ist, wie man das beispielsweise hier an diesen Bildern natürlich sehen möchte. Gedanken und Gebete reichen in solchen Situationen auch schon länger nicht mehr aus, muss man auch dazu sagen. Denn in den USA kann, wenn man es ein bisschen hart sagen will, jeder Idiot eine Waffe besitzen, ohne einen Waffenschein zu haben. Und somit kann natürlich einer, der nicht mehr ganz dicht ist unter anderem, eventuellerweise auch irgendwann einfach mal einen Amoklauf starten und somit ein ganzes Land wieder tief in die Erschütterung bringen. Die Republikanern ist das anscheinend dermaßen egal. Zur Sicherheit heißt es natürlich wie immer, aber die Demokraten, so auch natürlich US-Präsident Barack Obama, sehen natürlich darin, dass es härtere Waffengesetze geben sollte, sodass nicht jeder einen Waffenschein bekommen sollte. Es sei vielmehr an den Wählern, die etwas dagegen dieses Problem tun wollten, für Amtsträger zu votieren, die etwas bewegen wollen. So hat das der US-Präsident gefordert. Und die Schießerei trug sich am Donnerstagvormittag Ortszeit an, 10.38 Uhr. Die Meldung kam, ich glaube, früh am Morgen über die Ticker. Hier unserer Zeit rund 290 Kilometer von Portland entfernt in dem Ort Roseburg um diese Zeit vormittags ein Notruf beim Sheriff ein wegen eines Schützen, der sich auf dem Gelände aktiv sei. Auf dieser Volkshochschule, an diesem College in Roseburg, befinden sich 3000 Studenten. Wie kann das eigentlich dazu kommen, dass überhaupt so ein junger Mann zur Waffe greift, nur wegen einer anderen Religion oder weil er gemobbt wurde oder weil er sich selbst, sagen wir mal, als Retter sieht? Das kann man nicht genauso sagen, dafür kann man andere Leute auch nicht in den Kopf gucken, aber dafür kann man die Waffengesetze verschärfen und dafür plädiert man natürlich auch sehr. Aber die nationale Waffenorganisation in den USA, die ja NRA heißt, die plädiert natürlich weiterhin dafür, dass jeder natürlich eine Waffe tragen darf. Somit wird sich das auch wohl nicht ändern. Das letzte Mal, dass es so einen schlimmen Amoklauf gab, das ist ungefähr 3-4 Monate her, da hat ein junger Mann in einer Kirche, wo ja Afroamerikaner gebetet haben, um sich geschossen. Einige Menschen sind ums Leben gekommen. Der junge Mann selbst droht nun wohl anscheinend auch die Todesstrafe. Ja, sehr schlimm, dass natürlich sowas passiert ist. Da kann man auch nicht viel dazu sagen, um ehrlich zu sein.
Kommen wir zu einem anderen Thema und zu einem anderen Problem, wenn die Waffengesetze so in Deutschland wie in Amerika wäre, hätte Deutschland ein Problem mehr. Aber es geht um die Flüchtlingskrise natürlich in Deutschland. Und der Vizekanzler Sigmar Gabriel sieht das Land ein bisschen überfordert. Wir nähern uns in Deutschland mit rasanter Geschwindigkeit den Grenzen unserer Möglichkeiten, so der SPD-Chef in einem Interview mit Spiegel Online. Wir schaffen in diesem Jahr die Aufnahme der enormen Zahl der Flüchtlinge nur mit großer Mühe und schon einige Orte in Deutschland sind natürlich auch sehr überfordert, heißt es. Weiter sagte er natürlich kennt das Asylrecht keine Obergrenze, aber bei der Belastbarkeit der Städte und Gemeinden gibt es faktische Grenzen. So auch natürlich in Nordrhein-Westfalen, da kann man es gut reinnehmen. 900 Millionen Euro noch sollen für die Flüchtlinge noch dazugesetzt werden. Da musste unter anderem der NRW-Finanzminister in dieser Woche einen weiteren Haushaltsplan im Landtag in Düsseldorf natürlich vorlegen. Die Städte und Gemeinden sind natürlich sehr überfordert. Und von den Flüchtlingen fordert er auch die Verinnerlichung bestimmter Prinzipien. Gabriel sagte dazu, wir müssen klar machen, dass es bei uns Dinge gibt, die nicht zur Disposition stehen. Das Grundgesetz, die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, die Gleichberechtigung. Und in den letzten Tagen gab es in einigen Flüchtlingsaufnahmebereiche auch immer wieder Streitereien. Es flogen sogar Tische und Stühle, muss man sagen. Diese jeweiligen Asylflüchtlingsunterkünfte wurden aufgesplittet und aufgelöst und in andere Bereiche natürlich, in anderen Asylunterkünften natürlich gebracht. Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministers und Vizekanzler geht es jetzt auch darum, die umliegenden Länder zu stabilisieren, wie beispielsweise die Türkei, den Libanon und natürlich auch Jordanien. Dort wird es schwer genug und viel Mühen und Geld kosten. Und dazu sagte Gabriel Folgendes, die Wahrheit ist, es gibt keine Zugbrücke, die wir hochziehen können, weder von Europa noch vor Deutschland. Kein Zaun und keine Mauer der Welt werden noch hoch genug sein, die Flüchtlinge aufzuhalten. Stattdessen müssen wir alles dafür tun, das Ende des Bürgerkriegs in Syrien zu erreichen und den IS zu besiegen. Und wir haben darüber ja in dieser Woche ja nicht berichtet, aber können es auch erwähnen, dass Russland unter anderem angefangen hat, Stellungen in Syrien zu bombardieren. Anfangs hieß es, es wären Stellungen des IS gewesen, waren aber dann im Endeffekt aber wohl dann anscheinend Stellungen der Opposition, die ja seit einigen Jahren Krieg gegen das Assad-Regime führen, weil ja Russland einer derjenigen ist, die noch für das Assad-Regime noch dazu stehen. Und US-Präsident Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich in dieser Woche auch in New York im Rahmen der UN-Vollversammlung sich getroffen, Vollvolksversammlung, darüber gesprochen. Die Ergebnisse kamen dabei nicht raus oder es gab halt gar keine Ergebnisse, weil sie umeinander rum geredet haben, was ja manchmal so ist. Auch der Bundesinnenminister, damit kommen wir wieder zurück zur Flüchtlingskrise, sagte in einem Interview gestern im ZDF, bis zum Sommer waren die Flüchtlinge dankbar bei uns zu sein. Jetzt gäbe es viele von ihnen, die glaubten, sie können sich selbst irgendwo hinzuweisen. Sie gehen aus Einrichtungen raus, sie bestellen sich ein Taxi, sie haben erstaunlicherweise das Geld, um hunderte Kilometer nach Deutschland zu fahren. Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt. Sie machen Ärger, weil ihnen das Essen nicht gefällt. Sie prügeln in Asylbewerbeeinrichtungen. Und noch handelt es sich um eine Minderheit. Und dennoch müsse gelten, wer nach Deutschland komme, müsse sich dahin verteilen lassen, wo er hingebracht werde und die Rechtsordnung anerkennen. So der Bundesinnenminister, der natürlich auch im Bundestag das neue Asylpaket, was in dieser Woche beschlossen wurde, vom Bundeskabinett im Bundestag diskutiert wurde. Wie lange das noch Deutschland aushalten wird, werden wir nicht wissen, aber die Zahl der Asylbewerber in diesem Jahr wird wohl wahrscheinlich, so hat das auch Gabriel vor Wochen gesagt, bei 1 Million liegen. Und im September alleine war es auch eine Rekordzahl. So muss man das natürlich dann auch eigentlich sehen. Das Thema wird uns auch noch wohl weiterhin verfolgen. Gleich gehen wir in die Wirtschaft, aber auch ein bisschen Richtung Technik, denn bei T-Mobile in den USA gab es einen Hackerangriff, den anscheinend der Konzern nicht so ordentlich bemerkt hat. Ja, wahrscheinlich urplötzlich vor ein paar Wochen gesehen, ach guck mal, wir werden gehackt, so ungefähr.
Aber das werden wir gleich natürlich auch ein bisschen erläutern und euch erklären. Jetzt aber erstmal die News der Woche, selbstverständlich zusammengefasst aus News aus aller Welt, Politik und Wirtschaft. Und wir beginnen natürlich, weil ein neuer Monat ist, mit den Arbeitslosenzahlen. Die sind im September leicht gesunken. So waren im September 2015 nur noch 2,708 Millionen Menschen ohne Jobs, 88.000 weniger als im letzten Monat. Das ist die geringste Arbeitslosenzahl seit fast 24 Jahren, so die Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote ging zurück auf 6,2%, ein Minus von 0,2 Prozentpunkte. Grund für den Rückgang, so Bundesarbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise, ist unter anderem die Herbstbelebung und natürlich auch das Ende unter anderem von Sommerurlaub und Schieß mich tot. Entschuldigung für das Wort, Schieß mich tot. 2 Wochen lang wurde am Berliner Hauptstadtflughafen BER nicht gebaut. Sarkastisch klingt das aber wirklich auch. Was da wird gebaut, ist aber wirklich so. Wegen schwerer Deckenventilatoren am Hauptterminal. Nun ist dieser Baustopp wieder aufgehoben worden. Die Nachweise für die Sicherheit von 15 Technikbühnen seien nun dem Amt vorgelegt worden, so die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Ursprünglich sollte der Flughafen schon seit 3 Jahren eröffnet sein. Neuer Termin, der aber anscheinend auch auf wackeligen Beinen steht, ist Ende 2017. Update Politik ohne Griechenland, dafür aber mit Volkswagen, denn der VW-Konzern hat einen neuen Finanzchef. Frank Witter wird nämlich der vorher Vorstandsvorsitzende der VW-Finanztochter war, wird neuer Finanzchef des gesamten Konzerns. Er wird Nachfolger von Hans-Dieter Pötsch, der nun ins Aufsichtsrat wechseln wird. Der Automobilkonzern rechnet nun mit einer langen Aufbearbeitung des Abgasskandals, denn im Zuge von 11 Millionen Autos sind nämlich falsche Abgaswerte rausgenommen worden. Ein Landkreis in US-Bundesstaat Texas hat unter anderem den Automobilkonzern angezeigt wegen der Luftverschmutzung und der drohenden Nachfolgen. Dumme Menschen gibt es überall manchmal. Und deswegen muss sich VW auf eine lange Aufbearbeitung sich einstellen. Die im November geplante außerordentliche Hauptversammlung wird nun verschoben. Wann genau, das steht nicht fest. Soviel zu den News der Woche. Mehr News gibt es natürlich wie immer auf unserer Internetseite www.derchotv.wordpress.com. Auch in Amerika gibt es die Telekom, die Deutsche Telekom, besser bekannt mit dem Handykonzern T-Mobile, was ja hier eigentlich ja nur stumpf Telekom heißt, was man auch wahrscheinlich an seinem Handy-Display sehen kann. Und bei T-Mobile USA oder T-Mobile USA gab es einen Hackerangriff. Klingt komisch, ist aber so. Und das natürlich in letzter Zeit. Man hat nun eingeräumt, Opfer eines heftigen Cyberangriffs gewesen zu sein, über einen Angriff auf den Dienstleister Experian, der unter anderem die Kreditwürdigkeit von Kunden checkt, seien Daten von ungefähr 15 Millionen Menschen erbeutet worden, so der T-Mobile-Chef John Lurch. Der Diebstahl habe gedauert, jetzt kommt's, von Anfang September 2013 bis Mitte vergangenen Monats. Also genau 2 ganze Jahre. Davon hat man nichts mitbekommen anscheinend. Knapp 59 Millionen Kunden zählt T-Mobile in den USA. Dabei seien auch komplette Datensätze mit Namen, Geburtsdaten und natürlich auch Adressen entwendet worden. Angaben zu sensiblen Informationen wie beispielsweise der Sozialversicherungsnummer, Führerschein und natürlich auch Reisepassnummern sind aber von dem angeblichen Hackerangriff nicht betroffen worden. Diese Daten sind zwar verschlüsselt gewesen, allerdings konnte dieser Schutz geknackt worden sein. Die Daten von Banknoten und Kreditkarten seien aber, so heißt es, nicht gestohlen worden. Der T-Mobile-Chef sagte unter anderem, ganz offensichtlich bin ich richtig verärgert und die Geschäftsbeziehungen mit Experian werden nun überprüft. Der Dienstleister teilte mit, dass der Vorfall bereits Mitte September entdeckt worden sei, aber von September 2013 an bis Mitte September 2015 2 Jahre lang nichts bemerkt haben. Das klingt schon auch ein bisschen komisch. Immer wieder sind große Unternehmen Ziel von Hackerangriffen geworden, auch in den USA am allermeisten, unter anderem natürlich in den vergangenen Jahren eBay, Sony, die US-Bank JP Morgan und natürlich auch der Einzelhändler Target sind unter anderem von den Hackerangriffen betroffen worden, wenn wir uns daran erinnern. Letztes Jahr gab es natürlich auch einen riesen Hackerangriff, da angeblich aus Nordkorea sogar, oder irgendwie, das ja der Film The Dictator, den es ja um Kim Jong-un
unging, wurde ja geleakt und Nordkorea hat ja gedroht, den Film ja nicht zu zeigen. Und es ging dann angeblich darum, dass er dann Nordkorea dort einen Hackerangriff gestartet hat. So ungefähr hieß das. Ja, das zu T-Mobile USA und dem Hackerangriff. Mal schauen, wer welche Köpfe oder welche Partnerschaften dort rollen werden bzw. beendet werden. Welche Köpfe beendet werden, klingt auch ein bisschen komisch. Naja. Komisch ist unter anderem der Hintergrund. Damit kommen wir mal kurz zu unseren internen News, denn morgen ist der 3. Oktober. Morgen gibt es kein Update Medien. Ihr habt es bemerkt, es gibt eine neue Couch. Ja. Wahrscheinlich schon bei Thema gesehen und bei Gameboy Time habt ihr euch gewundert, da war doch noch die alte Couch. Wo ist denn die hin? Die ist futsch, sie ist tot, sie ist kaputt. Ich habe sie auseinandergenommen. Ich habe wirklich nach Update Sport habe ich das alte Setting im Hintergrund abgerissen. Das einzige, was neu ist die Couch und der mittlere Streifen hier unten. Das ist neu, aber wie ich ja schon mal angekündigt habe, wird es ja bald ein komplett, sollte es bald ein komplett neues Setting geben. Ich werde mir demnächst wohl bald auch Softbox kaufen. Also wahrscheinlich im nächsten Jahr, was ich immer alles aufs nächste Jahr schiebe, soll sich der Waldi um 2016 darum kümmern. Ganz einfach. Nein, es wird wohl wahrscheinlich bald Softboxen geben. Das heißt, es wird eventuellerweise bald eine komplette Neuausrichtung des Studios geben. Also seid dann mal gespannt, welches Studio-Design dann bald kommen wird. Außerdem wird dann diese Couch, die perfekt zu dem Tisch passt, der Tisch ist ja ein bisschen hochgebockt durch VHS-Kassetten, wird es da natürlich auch ein paar neue Sachen geben. Und natürlich steht ja auch noch der erste Geburtstag von Update an. Ja, 100. Sendung ist schon durch. Jetzt kommt der erste Geburtstag. Ich glaube, im November ist es soweit, also noch 4 Wochen. Aber ich glaube, da wird es dann wohl nicht so geradewegs zu feiern gehen, weil es dann ja dort eine Spätherbstpause geben wird. Naja, also, wie schon gesagt, morgen kein Update Medien. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Dazu gibt es einen Special-Artikel morgen auf derechotv.wordpress.com. Der wird wahrscheinlich so morgen Vormittag erscheinen, wenn nicht sogar um Mitternacht. Natürlich gibt es dazu auch ein Thema von gestern, vom 1. Oktober. Schaut es euch an, gibt es auf dem YouTube-Channel. Selbstverständlich gibt es uns natürlich auch auf Facebook. Da würde ich gerne mal bitte drum euch bitte nicht nur anflehen, sondern euch auch sagen, die auf YouTube mich abonniert haben, aber nicht auf Facebook. Die sollen auch auf Facebook derchotv liken. Dort kriegt ihr natürlich dann alle Infos, unter anderem auch zu den Videos, die hier stattfinden, weil ich bin eher derjenige, der hier die Videos hochlädt, aber nicht beispielsweise bekannt gibt, ob es ein Video gibt oder nicht. Die Tage kann es auch passieren, dass es kein Gameboy Time geben wird, weil ich sonntags Gameboy Time nie aufzeichne, sonst immer samstags. Aber samstags will ich halt mal meinen freien Tag haben. Wahrscheinlich wird Gameboy Time am Dienstag nicht stattfinden. Das werde ich aber dann auf Facebook und auf Twitter bekannt geben. Deswegen für die Gameboy Time Fans, die deswegen DerchoTV abonniert haben, bitte folgt mir dort, um natürlich auch Informationen darüber zu bekommen. So. Das war's von Update Politik für den heutigen Freitag. Noch ein schönes Tag der Deutschen Einheit, Samstag, Wochenende, schieß mich tot. Und am Sonntag gibt es aber definitiv, weil ja Bundesliga ist, Update Sport. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und wir sehen uns dann. Und dann hoffentlich auch ohne Bart. Mal gucken. Tschüss.